Da haben sie ein Loch noch nicht gefüllt. Sonst könnten wir schon wieder ein ganzes Stück weiter schieben. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es sogar hin, das schmale Stück hier in dieser Aufnahmesession zu füllen. Und es ist mal wieder Nacht. Sie rennen einfach so diskret an dem Loch vorbei. Und zwar alle. Nur um mich zu ärgern. Jetzt starren sich die beiden an. Was sollen sie machen? Kommen wir hier voran? Recht gut. Da blockieren sie sich wieder. Das Loch ist immer noch nicht gefüllt. Vielleicht kann ich ja jemanden dazu bringen. Nö. Oh, sag bloß, du füllst es. Jawohl, er füllt es. So, dann macht mal hier weiter. Sammel den Stein auf, bitte.
Danke. Ja, ist kein Dungeon Keeper. Wenn man mal die Hand des Bösen bräuchte, ist sie halt nicht da. Und der Dungeon Keeper habe ich oft meine Imps verhauen, damit sie schneller arbeiten. So. Irgendwer hat natürlich mal wieder einen Stein übersehen. Da hinten läuft der Übeltäter Horizon. Naja, egal. Es wird wieder Tag, unsere Steinvorräte werden immer weniger. Du komm mal her, hier hoch, McCoy. Mit dir habe ich auch noch was vor. Und ja, sie haben hier ein bisschen was weggemacht. Du müsstest ja eigentlich die wegmachen können. Ah, interessant, wenn ich ihnen direkte Befehle gebe, dann machen sie Sachen anders als wie bei Autobefehlen.
Wo läufst du hin, McCoy? Deine Taschen sind voll. Was willst du jetzt großartig holen? Ja, manchmal sind die Befehlsschleifen irgendwie echt komisch von den Jungs. So als würde man nie gegenchecken, ob das, was sie machen, noch sinnvoll ist. Und trotzdem hat das Spiel teilweise richtige Performance-Probleme. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, was fällt dabei auch nur bei so einem Projekt auf? Muss man ganz ehrlich zugeben. So, kriegst du es hin, hier aufzuräumen? Danke. Ich hoffe mal, sie machen den Stein da auch noch richtig, damit er nicht so komisch aussieht. Aber sollten sie eigentlich.
Jo. Da, schade, dachte ich, könnte die Treppe hochgehen. So, hier ist nicht mehr viel. Also nur noch eine ganze Ebene natürlich, aber die Ebene drüber ist schon über die Hälfte weg. Hier ist bald aufgefüllt. Was lassen wir sie dann am, am besten erstmal hier. Quarry Task. So. Ja, und von der Höhe stimmt da auch schon. Sehr gut. Treppe stimmt auch, wo sie sein sollte. Hier wird nichts abgebaut. Das da auf Minimum. Gut. Und ja, ich baue bis ganz unten ab und fülle halt wieder auf, dass es einheitlich aussieht und nicht so was hier entsteht. Oder halt so was hier. Ah ja. Wenn man es so betrachtet, sieht es langsam nach was aus. Ja gut, ich würde aber sagen, auch wenn wir hier noch nicht ganz fertig sind, ist es mal wieder an der Zeit zu speichern. So.
Save Override. Und da gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.